Kinder, was geht bei euch ab? Junge! I'm back. I'm back. Meine Prüfungen sind endlich rum. Ergebnisse sind auch nicht vorliegend. Aber bald hoffe ich doch. Ich hoffe, ich habe es bestanden. Müsste gerade so gereicht haben. Ich schaffe jetzt auch ein bisschen was, das wisst ihr, da habe ich mich jetzt auch, da habe ich halt auch meine Einarbeiten gehabt und so und eigentlich ist alles ziemlich locker. Und jetzt habe ich Zeit. Erstmal nichts lernen zu müssen, ist schon schön, nicht? Jetzt habe ich Zeit für ganz viele tolle Projekte und Sachen, die schon länger geplant waren und pipapo. Jetzt habe ich Zeit, jetzt werde ich die Zeit auch nutzen. Das werden die ersten Semesterferien sein, wo ich wirklich was mache. Unter anderem, die Mucke läuft gut, ist fast fertig, hört mal rein. Da wird mal was kommen in Richtung Musik. Dann habe ich noch Real-Life-Kram, habe ich was vorbereitet vor ungefähr einem Monat. Das kommt auch jetzt. Also es kommt jetzt alles, wisch. Ich habe jetzt ja Zeit endlich. Jetzt kann ich endlich wieder Sachen machen. Warum liegt nur schon wieder ein Haargummi? Mit meinem Mädchen halt, wisch. Überall Haargummis und Klammern. Überall. Ich habe natürlich nicht nur YouTube zu tun jetzt. Ich habe ganz viele Sachen zu tun. Ist da Dreck in der KM? Nee. Ich habe ganz viele Sachen zu tun. Wisst ihr, ich war mal cool und habe gestrichen. Seht ihr das? Das ist die Wand, das ist die Decke. Und das ist überstrichen. Das ist eine von vielen Sachen, die ich noch erledigen muss. Natürlich bin ich auch mit meiner Freundin noch hart am Arbeiten. Also, ne? Generell, oh Gott, meine Haare. Wir streichen alles neu und machen ganz viel Kram halt. Ihr wisst, wie das ist, wenn man renoviert und sowas. Alle Leisten ab, Farben aussuchen, streichen, die mal die Heizung putzen. Heidenei. Also, wir sind eingezogen, ich glaube, vor 4 Jahren. Und die Heizung, vor allem die im Bad, die war wohl schon seit 20 Jahren oder sowas, wurde die nicht mehr sauber gemacht. Da war so ein richtig fetter Staub. Man konnte nicht durchgucken, ne? Das sind so Heizkörper. Das ist jetzt zum Beispiel die vom Bad. Da konnte man nicht durchschauen. Guck mal, wie sauber das jetzt ist. Und die war übrigens blau. So ein bisschen eklig. Und auch verrostet unten. Ja, habe ich dann einen Auftrag bekommen von meinem Mäuschen, dass ich die noch mache. Und jetzt die sieht die halt wieder gut aus. Nicht? Es ist ganz leicht fleckig, wenn man so drauf guckt. Gut, das ist aber auch zum Teil mein Schatten. Dieses scheiß Spray zum Draufsprühen, Sprühlack, ist echt behämmert, wirklich. Dann lieber mit dem Pinsel. Was haben wir da? Was war ein Dummelkanke da, hä? War da die Toilettenrolle aufgehängt da hinten? Da hinten ist natürlich auch kaputt. Guckst du auch. Die ganze Wand. Ach, guck mal. Ja, ich weiß. Und wisst ihr, was der größte Scheiß ist? Heimburg, das hast du letztens gesagt. Hast du vor kurzem gesagt, ne? Das sieht jetzt ein bisschen ranzig aus, weil ich habe erst nicht mit Acryl gearbeitet, Heimburg, sondern mit so Kack. Wie heißt? Du weißt, wie das heißt. Mit Silikon, genau. Silikon. Ich habe das alles so gemacht und das war irgendwie total der Scheiß. Dann habe ich es trocknen lassen und so und ich habe auch nicht mehr genug gehabt. Ich gebe es ehrlich zu, ja. Und dann habe ich nochmal, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob das wirklich alles dicht ist, vor allem unten ist ja Scheiß, wenn es an der Dusche runterläuft, ne? Habe ich nochmal gleichmäßig ganz fett Acryl, durchsichtig halt, drüber gemacht und das ist echt bombig. Heimburg, du hast recht, kann man schön bearbeiten, das Acryl. Und das ist deutlich besser wie der andere. Kack. Community-Abend und sowas werde ich dann am Sonntag was dazu sagen. Also kommenden Sonntag. Jetzt morgen, Dienstag, findet keiner statt. Da aufgrund dessen, dass ich auch jetzt arbeite. Und ich arbeite immer von 17 bis 22 Uhr. Also wenn ich arbeite, dann ist es meine Arbeitszeit. Da kann ich dann keinen Community-Abend machen natürlich, ne? Wenn ich dann arbeiten bin. Und dann lässt sich dann sicherlich immer einen Tag finden, wo wir dann einen Community-Abend machen können in der Woche. Ich würde das schon gern jede Woche machen. An einem Tag. Letztes Mal hat sich herausgestellt, dass wir ja sehr, sehr viel Material hatten nach einem Abend. Also ich werde da nicht immer aufnehmen. Aber einfach mit euch zocken hat das schon Fun gemacht. Auch als wir da Garry's Mod gespielt haben, ist schon abgegangen, nicht wahr? Und jetzt können wir auch aktuellere Spiele dazu nehmen. Jetzt, diese Xbox One Sachen. Ich hole mir noch GTA morgen oder übermorgen. Wir können COD AW spielen. Halo können wir zusammen spielen. Pflanzen vs. Zombies, Squid and Woof 4. Far Cry kann man, glaube ich, nicht zu zweit. Ah, nee, Far Cry kann man auch online spielen. Also, ja. Dann habe ich noch Assassin's Creed auf der Xbox installiert. Also, Assassin's Creed, Unity und das andere Black Flag. Black Flag ist ziemlich cool. Unity, Und ich habe noch so ein schwules Tanzspiel. Dance Central. Falls ihr mal zentral tanzen wollt, dann spielt Dance Central. Ja. Also, ich gucke, dass ich jetzt wieder den Upload-Plan einhalte. Zumindest was die Zeiten bzw. die täglichen Uploads angeht. Ich weiß aber nicht, ob ich den Inhalt halt schaffe. Ich weiß nicht, was ich mit Fallout machen soll, weil das jetzt voll die Umsteckerei ist. Hinten, ich musste die alte Xbox einfach vom Strom nehmen, ne, und das HDMI-Kabel auch abmachen. Und dann muss ich das immer umstecken, hin und her stecken. Kann man alte Spiele auf der neuen Xbox spielen? Muss ich mal testen. Wahrscheinlich nicht, ne? So wie ich die Microsoft Lite kenne, nicht? Mein Fallout war natürlich geil, würde ich schon gerne weitermachen. Ich kann es auch so weitermachen, dann stecke ich halt um, Scheiß, nein. Ich werde auf euren lang gehegten Wunsch eingehen und wieder Horrorspiele spielen. Mich einscheißen, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Und natürlich noch Kaiser Mario. Kaiser Mario, Ja, aber so weit, so gut. Ich werde ein paar cranke Horrorspiele spielen. Ich hasse Horrorspiele. Hört auf, ich krieg jetzt schon Angst. Also bei GTA Online und sowas, ne? Könnt ihr natürlich auch fett mitmachen, ne? Alles klar, natürlich. Na gut, ey. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.